Das heißt, gleich wird geschwitzt. Moin Leute, heute wieder ein voller Trainingstag. Heute wollte ich euch mitnehmen, oder werde ich euch mitnehmen, auf einen FTP-Test. Die Woche ist Ruhewoche, da bietet es sich eigentlich perfekt an, am Ende mal eine Leistungsüberprüfung zu machen. Heute in Form von einem Rampentest. Habe ich im letzten Video ja schon angekündigt. Deshalb wird jetzt erstmal gut gefuelt. Ich habe die ganze Woche weniger trainiert, habe trotzdem irgendwie so ein bisschen Muskelkater in der hinteren Kette. Ich glaube, es kommt vielleicht daher, dass ich, weiß nicht, dass der Körper mal Zeit hatte zu regenerieren. Auf jeden Fall wird jetzt mal ein bisschen noch was an Kohlenhydraten geladen. Gestern Abend habe ich auch schon darauf geachtet, dass ich einigermaßen gut gefuelt bin. Und genau, nachher geht es noch zum Friseur. Danach nehme ich euch nochmal mit auf einen 4-Kilometer Swim. Der wird dann wahrscheinlich relativ locker nach dem Rampentest. Und heute Abend geht es noch Currywurst essen. Mal gucken, ob ihr damit kommt. Aber sonst wird es erstmal gegessen und dann sehen wir uns auf dem Rad. So Leute. Jetzt geht's aufs Rad. Ich habe schon mal Trinken vorbereitet mit ein paar Carbs und noch ein Gel dabei. Ich habe zwar gut gefrühstückt, aber bevor es losgeht, werde ich mir das noch reinziehen. Viel hilft viel. Und dann wird es auf die DIY 2.0 Diagnostik gehen von der Triathlon Crew. Die haben hier ein ganz cooles Protokoll, kann man online nachvollziehen, auf triathlon-crew.de/bike. Da werde ich das Protokoll abfahren, das heißt erstmal warm fahren, 2 Aktivierungssprints und dann läuft der Rampentest ab. Und zwar starten wir bei 100 Watt und alle 30 Sekunden wird um 25 Watt gesteigert, bis nichts mehr geht. Das heißt, gleich wird geschwitzt und dann tragen wir die Werte hier ein. Also man läuft einfach nur, man fährt diesen Test ab, notiert sich dann die letzte Stufe, in der man angekommen ist und die Zeiten der letzten Stufe, zum Beispiel jetzt 12 Sekunden bei 400 Watt. Und dann tragen wir das hier in den Rechner ein, der auf der Seite direkt implementiert ist. Und am Ende erhalten wir dann die VO2 Max, die Schwelle, relative Schwelle und Fat Max. Nach eigener Aussage von denen relativ oder nach Erfahrungswerten relativ genau. Finde ich ganz cool, um kostenlos daheim einen Test zu machen, wenn man einen Powermeter hat, beziehungsweise eine Rolle. Und ja, dann werden wir das jetzt mal abfahren. Und noch ein kurzer Werbeblock an der Stelle. Seit kurzem darf ich mit Curex zusammenarbeiten. Freue ich mich mega, denn diese Sohlen habe ich schon seit über 2 Jahren im Radschuh jetzt drin. Und habe seitdem tatsächlich keine eingeschlafenen Füße mehr. Wenn ihr Bock habt, auch irgendwie eine bessere Kraftübertragung im Radschuh zu haben, aber auch im Laufschuh ein bisschen mehr Unterstützung braucht, dann könnt ihr euch gerne euer Paar Curex besorgen. Mit dem Link, der unten in der Beschreibung ist, kriegt ihr noch 5% Rabatt und supportet mich ein bisschen, wenn ihr Bock habt. Und ja, würde ich sagen, ab geht's. Okay, ich bin jetzt soweit warm gefahren, jetzt kommen noch 2 Sprints. Kleiner Moment, einer noch, also Sprint, höhere Belastung, das heißt hier 350 Watt. Drücke ich noch weg, noch ist alles easy. Parallel dazu läuft hier im Hintergrund die Challenge Gran Canaria. Gibt ein bisschen extra Motivation. Jetzt habe ich noch 3 Minuten 40 bei mittlerer Intensität. Ich ziehe mir noch ein Gel rein. Und dann starten wir mit 100 Watt in die erste Stufe. Und ja, ich werde dann auch aufhören zu reden. Dann wird es auch am Anfang noch locker sein und dann relativ schnell, relativ ja, sehr, sehr anstrengend werden. Und dann gucken wir uns mal die Ergebnisse an. Okay, jetzt erste Stufe, 100 Watt. Reduce Power. Okay. Nicht ganz 100, müsste ich jetzt runterschalten, aber natürlich kann noch keine Belastung, deswegen lassen wir es mal so. Ich hoffe, das ist auch alles im Sinne der Richtlinien. Puls ist übrigens ganz schön hoch, ganz schön aufgeregt vor dem Test. Prüfungsangst. Watt noch im Warm-up-Bereich. Das wird sich jetzt gleich schlagartig ändern.
300 Watt. Jetzt wird schon anstrengend. Direkt ein bisschen locker weiterfahren, Laktat abbauen. Alles klar. Das waren 450 Watt, die ich durchgefahren bin. 475 wollte ich anfahren, aber ich konnte nicht genug Watt produzieren, um die 475 zu treten. Deshalb 450 mit 30 Sekunden, die trage ich mir so ein. Was da rausgekommen ist, gucken wir uns gleich an. So, ich bin zurück. Lass uns die Ergebnisse auswerten. Ich war in der Zwischenzeit schon beim Friseur mit einem Kumpel noch Kaffee trinken und konnte die Ergebnisse schon ein bisschen reflektieren und sacken lassen. Wir sind bei 100 Watt angefahren, was relativ easy war. Hat sich dann relativ schnell gesteigert bis auf 300 Watt. Ab da ist so der Punkt, wo es bei mir anstrengender wird. Das sind meine Intervalle, die 3x30, 13x15er, fahre ich aktuell bei 320 Watt. Das heißt, es ist auf jeden Fall was ich länger treten kann, aber ab da wird es auf jeden Fall intensiv. Und dann ging es dann relativ schnell, dass man irgendwie an die 400 Watt kommt und da wurde es schon richtig, richtig anstrengend. 450 Watt konnte ich dann auch komplett durchfahren und habe mir auch vorgenommen, wie man es öfter in dem Test dann vornimmt, okay, jetzt zwei Stufen schaffst du noch und dachte mir, okay, die 450 habe ich irgendwie noch geschafft. 475 war dann leider nicht mehr drin. Die Kraft konnte ich mir nicht mehr produzieren, also ich habe keine einzige Sekunde 475 Watt getreten, deshalb nehme ich jetzt die 450 mit 30 Sekunden. Im Nachhinein denkt man natürlich immer, oh, hätte es noch mal ganz kurz Gas gegeben, wäre nicht was drin gewesen. Das Gute ist, dieses Mal habe ich es hier aufgenommen und habe noch mal den optischen Beweis, auch den Bildbeweis, dass nicht mehr drin gewesen wäre. Aber im Nachhinein sagt man immer, ach, ein bisschen was wäre noch gegangen, aber da war nichts mehr drin, das hätte nicht funktioniert. Und damit kann ich auch hier in das Tool eintragen, 450 Watt bei 30 Sekunden, also 30 Sekunden durchgefahren und bei einem Körpergewicht von 72 Kilo. Ich habe aktuell noch nicht mein Sommergewicht von 70, 69, 70 Kilo. Ob ich das noch erreichen werde, weiß ich auch ehrlicherweise nicht. Ich bin auch, ich regle mein Körpergewicht auch nicht runter zum Wettkampf hin, dass ich bewusst sage, okay, ich muss hier eine Diät machen oder weniger essen. Ich fühle mich fit und gesund in dem Maße, wie ich mich aktuell ernähre und werde auch dabei bleiben. Und habe auch das Gefühl, dass ich mehr Watt produzieren kann, generell mehr Leistung bringen kann, wenn ich gut gefühlt bin und wenn ich dann nicht irgendwie mich da selber runterregulieren muss. Und mit den Ergebnissen kommen wir hier auf eine errechnete VO2 Max von 65 Milliliter pro Minute pro Kilogramm auf eine Schwellenleistung von 281 Watt. Eine relative Schwelle damit von 3,9 Watt pro Kilogramm, das heißt 0,1 Watt an dem magischen 4,0 Watt pro Kilogramm vorbeigeschraubt und einen Fatmax von 193 Watt. Das ist für mich sehr, sehr solide. Ich freue mich darüber. Das heißt, ich konnte auf jeden Fall meine Leistung vom letzten Jahr bis heute verbessern. Letztes Jahr waren es 255 Watt zum Beginn der Saison. Zwischendrin, ich muss ehrlicherweise sagen, ich war ein bisschen schlampig dabei, waren es 265 Watt, die ich in Mitte der Saison nochmal gemessen habe. Habe da leider kein Screenshot mehr gefunden dazu. Also mit diesem FTP-Rechner und diese ganzen Werte, da habe ich ein bisschen gestudert in den letzten Jahren. Daran habe ich mich aber auch nicht so mega aufgehalten, weil auch diese ganzen Rechenmodelle hier meiner Meinung nach Annäherungswerte sind in der Theorie, auch wenn hier die Jungs von der Triathlon Crew angeben, dass es sehr, sehr, also erfahrungsgemäß sehr, sehr nahe Werte an der richtigen Leistungsdiagnostik sind. Für mich geht es da eher darum, dass ich eine Entwicklung sehe, ob ich mich verbessert habe. Und quasi mit demselben Testprotokoll, was ich immer wieder reproduzieren kann, auch mal hier die Leistungssteigerung feststellen kann. Nichtsdestotrotz werde ich in 4 Wochen eine richtige Leistungsdiagnostik im Labor machen,
mit meinem Trainer zusammen, beziehungsweise mal schauen, ob ich es vor Ort schaffe. Aber genaueres sage ich euch noch dazu. Dann wird es noch mal ein bisschen wissenschaftlicher und ja, alles noch ein bisschen fundierter, was dann an Werten rauskommt. Bis jetzt arbeite ich erstmal mit den Werten, die hier rausgekommen sind. Fatmax 193 Watt passt für mich, beziehungsweise passt in das Training, was ich bis jetzt gemacht habe. Da habe ich mich oft aufgehalten, da wollte ich mich aufhalten und da hat das Körpergefühl anscheinend ganz gut zu dem gepasst, was hier rausgekommen ist. Die Triathlon Crew gibt hier an, eine Tabelle Lit, Mid und Hit Zone. Die Lit Zone würde bei mir gehen bis 200 Watt, 202 Watt. Das ist auch das, wo ich mich immer im Training aufgehalten habe, wenn ich Lit fahren wollte. Am Berg ehrlicherweise öfter mal ein bisschen drüber, auch wenn ich mich eigentlich immer gut gefühlt habe damit. Und die Hitzone 285 bis 379 Watt, das ist eine große Range. Ich denke, da könnte ich meine Intervalle auch vom Körpergefühl in den letzten Malen schon auch ein bisschen härter anfahren, gerade die kurzen Intervalle. Ja, und so viel zu der Leistungsdiagnostik oder zu dem FTP-Test. Sehr happy und ich hoffe, denke, dass ich dadurch oder durch das Ergebnis, was ich jetzt bekommen habe, einfach nochmal vor Augen gezeigt bekommen, dass ich auch meine Radleistungen aus dem Kraichgau letztes Jahr nochmal steigern sollte. Letztes Jahr bin ich da 225 Watt Normalized Power gefahren. Dieses Jahr, wenn ich so das gleiche Rechenmodell, letztes Jahr habe ich diese klassischen 0,8, also den FTP, die Schwelle, mal 0,85 gerechnet, um so einen Annäherungswert zu bekommen fürs Pacing. Und ja, ich weiß, es ist alles sehr, sehr, sehr abstrakt. Man kann nicht einfach das Pacing mit einem Prozentsatz da einfach ableiten. Trotzdem so als Annäherungswert bin ich letztes Jahr die 225 Watt gefahren. Dieses Jahr würde dabei rauskommen 240 Watt circa. Und die werde ich auch anfahren. Ich achte da aber vor allem aufs Körpergefühl. Ich merke aber auch jetzt schon, dass ich fitter bin als letztes Jahr. Und dann geht da vielleicht auch noch ein bisschen was auf der Radstrecke. Ja, so viel zur Leistungsdiagnostik. Jetzt werde ich noch was essen. Mach mich fertig und dann gehen wir nochmal 4 Kilometer schwimmen. So, heute doch keine 4 Kilometer, heute 3,7. Ein 300er habe ich weggelassen. Da war doch zu viel Laktat noch im Körper von dem FTP-Test. Aber eigentlich gut für Abschluss von der Ruhewoche. Kann man sich auch mal gönnen. Und damit war es das auch vom Schwimmen. Jetzt zeige ich euch noch, wie ich Currywurst esse, wenn ihr Interesse habt. Aber sonst war es das hier. Like und Abonnieren nicht vergessen, wie immer. Und danke fürs Zuschauen.